Meine Damen und Herren, guten Tag. Heute habe ich Herrn Dr. Andreas Eurich zu Gast, den Vorsitzenden des Arbeitgeberverbands der Versicherungsunternehmen in Deutschland. Das Thema soll sein die Digitalisierung und deren Auswirkungen für das Personalmanagement in der Versicherungswirtschaft. Ich sage kurz ein paar einführende Worte zu Herrn Dr. Eurich. Er hat von der Pike auf das Fach gelernt, Versicherungskaufmann, anschließend an der Uni Köln Betriebswirtschaftslehre studiert mit Versicherungsschwerpunkt. Dann war Dr. Eurich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kölner Versicherungsseminar, hat promoviert und ist 2000 zur den Barmenia Versicherung gegangen. Schon 2005 wurde Dr. Eurich Vorstandsmitglied. Seit August 2013 ist Dr. Andreas Eurich Vorsitzender des Vorstands der Barmenia Gruppe. Parallel ist unser Gast Präsidiumsmitglied im Gesamtverband der Versicherungswirtschaft und stellvertretender Vorsitzender des Verbands der privaten Krankenversicherung. Andreas, wir haben am gleichen Institut studiert und gemeinsam gearbeitet. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich denke, wir dürfen auch sagen, wir mögen uns und wir werden uns hier vor der Kamera nicht siezen. Nein, ganz bestimmt nicht. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Und wir haben dich heute als Vorsitzenden des Arbeitgeberverbandes in erster Linie eingeladen. Thema habe ich gesagt. Ich komme auch gleich zu meiner ersten Frage. Die Versicherungsunternehmen in Deutschland, Andreas, beschäftigen derzeit rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich das richtig gelesen habe. Hinzu kommen nochmal ebenfalls rund 200.000 selbstständige Versicherungsvermittler. Ich weiß, das ist nicht dein Amt, dafür bist du nicht zuständig. Aber wie viele von den 400.000 Menschen rund werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren durch die Digitalisierung und damit verbundene Prozessautomatisierung ihren Arbeitsplatz verlieren? Steht die private Versicherungswirtschaft vor einem massiven Stellen- und Beschäftigtenabbau? Das glaube ich persönlich nicht. Wenn man jetzt mal die Entwicklung der letzten Jahre sieht, haben wir zwar in Summe in der Branche einen leichten Mitarbeiterrückgang im Innendienst. Das lag so im Schnitt irgendwie bei 1,5%, im einen oder anderen Jahr auch etwas weniger. Also wenn man das jetzt vergleicht beispielsweise mit der Entwicklung in anderen Dienstleistungsbereichen, ist das bisher sehr moderat. Im Außendienst etwas anders, da ist ein stärkerer Rückgang zu verzeichnen, der aber jetzt nicht digitalisierungsbedingt ist. Deshalb ist die Prognose für die Zukunft auch, dass wir keinen gewaltigen Rutsch sehen werden. Naja, aber die Digitalisierung hat ja noch gar nicht so richtig angefangen und die Branche gilt nicht wirklich als Vorreiter im Vergleich mit anderen Branchen. Und Kosten- und Effizienzprobleme hat sie schon massiv. Das kann doch nicht so bleiben. Ja, vielleicht nehmen wir erstmal den ersten Part. Also die Digitalisierung ist noch nicht so weit fortgeschritten, wird immer behauptet. Meine persönliche Sicht, das ist ganz anders, zeigen auch diverse externe Umfragen, die verschiedene Branchen miteinander vergleichen. Danach ist die Versicherungswirtschaft eher vergleichsweise weit vorangeschritten. Ja, und klar, wir haben noch Hausaufgaben zu machen. Wir haben in der Anfangsphase viel in den Operations-Bereichen gemacht. Es gibt andere Bereiche, in der die Digitalisierung nicht ganz so weit vorangeschritten ist. Aber deshalb nochmal zur Klarstellung. Ich glaube schon, dass wir da einen großen Teil des Weges zurückgelegt haben. Ja, und jetzt die Frage Wirkung für die Zukunft und wie sieht es dann aus mit den Mitarbeitern? Wir haben natürlich in der Branche das bisher geschafft, das gut übereinander zu bringen. Es gibt in der Branche, wie in allen anderen Bereichen, auch natürliche Fluktuation, die genutzt wird. Wir sehen natürlich bei dem einen oder anderen Haus auch, dass im Zuge von Kostensenkungsprogrammen auch Mitarbeiterabbau stattgefunden hat. Ob man das jetzt zwingend nur mit Digitalisierung in Verbindung bringen muss, da kann man durchaus ein Fragezeichen dran machen. Und die Herausforderungen, die du gerade erwähnt hast, Fred, Niedrigzins, klar, Regulatorik und diverse andere Themen, die sind nach meinem Dafürhalten bisher von uns als Branche ganz gut gemanagt worden. Ja, aber ich glaube, wir brauchen nicht drum rumzureden. Wir werden mehr Automatisierung bekommen. Die künstliche Intelligenz wird Einzug halten und das wird zumindest an bestimmten Stellen, mal sagen wir mal, die operativen Tätigkeiten vermutlich schon entlasten. Ja? Die Entwicklungen werden nicht in allen Unternehmensbereichen und Funktionen gleichlaufend sein. Bei welchen Aufgaben und in welchen Personalbereichen erwartest du denn die höchsten Automatisierungseffekte? Ja, du hast es gerade im Prinzip selbst genannt, also vor allem natürlich die klassischen Operationsbereiche. Das, was man typischerweise bis hierhin als Sachbearbeitung bezeichnet hat, Leistungsbereiche, Antragsbereiche und vergleichbare Tätigkeiten, da hat natürlich schon eine hohe Automatisierung stattgefunden. Wenn man sich da die Entwicklung in der Branche anguckt, ist die natürlich rückläufig. Ich kann das auch für unser eigenes Haus sagen. Da sind Mitarbeiter im Vergleich zu früher natürlich in dem Umfang nicht mehr tätig.
umgekehrt. Und das ist, glaube ich, mit ein Grund dafür, dass die Branche in Summe bisher nur einen sehr moderaten Rückgang verzeichnet, ist natürlich durch die Regulatorik auch viel Personal aufgebaut worden. Ja, solche Bereiche wie Risikomanagement, Juristerei, Aktuariate, da haben wir in der Branche in den letzten Jahren eher Mitarbeiterzubau gesehen. Und das hat in Summe eben dazu geführt, dass die Entwicklung bisher vergleichsweise moderat ist. Gut, aber das kann nicht das Ziel sein der Branche. Ja, Tätigkeiten aufzubauen, die notwendig sind, ja, um Regulatorik zu erfüllen, aber die ja nicht Geschäft bringen, die Cost-Center sind, aber keine Erlöse produzieren. Also der schöne Ausweg ist das nicht. Das ist nicht der schöne Ausweg. Wir müssen das gestalten, weil natürlich müssen wir die Kostensituation alle im Auge behalten. Mhm. Und wenn wir es schaffen, wovon ich fest ausgehe, dass wir weitere große Fortschritte in Sachen Digitalisierung und Automatisierung machen, ja, dann wird das natürlich auf Sicht gesehen auch auf die Personaldecken Auswirkungen haben. Die Frage ist halt, wie man das für die Mitarbeiter gestaltet. Im Moment stehen wir eher vor der Herausforderung, unsere Mitarbeiter für Digitalthemen fit zu machen. Das ist also eher, sage ich mal, so eine Qualifizierungsherausforderung, vor der wir stehen. Und die ist auch nicht einfach. Ja. Da beschäftigen wir uns intensiv gerade auch im Austausch mit den Gewerkschaften mit, um das dann auch vernünftig zu gestalten und die Mitarbeiter mit den notwendigen Skills auszustatten. Da komme ich gleich drauf zurück. Das Thema habe ich mir notiert, das ist wichtig. Wir haben nicht nur abzubauen, wir haben auch zu verändern, an anderen Stellen aufzubauen. Das scheint mir im Moment fast die größere Herausforderung zu sein. Ich komme trotzdem nochmal, und dann haben wir das beendet, zu dem Abbau, der an bestimmten Stellen ja passieren wird, bei Antrag, bei Vertragsänderungen. Ja, passiert ist, das ist ja so. Wie wird das weiterhin, soweit noch weiter das nötig ist, organisiert und vollzogen? Kündigungswellen sind nicht zu erwarten, höre ich aus deinen Äußerungen. Stimmt das? Reichen denn die natürlichen Abgänge durch Eintritt in den Ruhestand? Ich meine, immerhin hat die Branche ein hohes Durchschnittsalter. Wo liegt das? Ich würde schätzen, 45 plus. Ja, das kommt ungefähr hin. Also das ist vergleichsweise hoch. Geschätzt vielleicht ein Viertel bis ein Drittel schon über 55? Mag sein, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber... Reicht das? Reicht die natürliche Fluktuation, um die Notwendigkeiten zu bewältigen? Man muss das in der Branche jeweils bezogen auf die einzelnen Anbieter sehen. Da haben wir auch in der Vergangenheit ja unterschiedliche Situationen gehabt. Wir haben Unternehmen mit starkem Wachstum, die Mitarbeiterzubau verzeichnet haben. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber ich glaube, derjenige, der im Markt drin ist, kennt die auch. Und es gibt umgekehrt natürlich Unternehmen, wo es auch Personalabbau gegeben hat und auch nicht nur natürlichen Personalabbau, sondern wo wir ja bekanntermaßen auch Abbauprogramme verzeichnet haben. Deshalb ist das ein ziemlich differenziertes Bild. Letztendlich ist das immer auch eine Frage, wird es der Branche gelingen, weiter Wachstum zu generieren? Wenn das nicht gelingt, dann wird natürlich die Digitalisierung in der Tendenz dazu führen, dass der Mitarbeiterabbau schneller geht. Wenn es gelingt, Wachstum zu generieren, vielleicht auch im einen oder anderen Bereich neue Geschäftsfelder zu erschließen, wird man dafür Mitarbeiter mit den entsprechenden Skills benötigen. Und das kompensiert dann so ein Stück weit natürlich die Bereiche, wo Personalabbau wahrscheinlich eher weitergehen wird. Im Moment sehe ich das Wachstum der Branche über die Sparten hinweg nicht auf breiter Front. Naja, es ist schon so, dass wir in der Branche in den letzten Jahren Wachstum hatten, in unterschiedlichem Ausmaß in den einzelnen Segmenten, wobei das natürlich jetzt kein überproportional überschwängliches Wachstum war. Aber auch da sage ich nochmal, wenn man sich die einzelnen Anbieter anguckt, dann sieht man schon, dass der Markt was gespalten ist. Es gibt welche, die verloren haben, es gibt welche, die gewonnen haben. Und in Summe hat das zu der beschriebenen Entwicklung geführt. Sind es denn überwiegend die Arbeitsplätze älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch die Automatisierung digital, ich will dieses Schlagwort nicht immer in den Vordergrund stellen, es hängt ja vieles zusammen, haben wir ja schon besprochen, aber sind es überwiegend die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze eher zur Disposition stehen? Das würde ich nicht so sehen, weil die Bereiche, die ja im Vordergrund stehen, du hast das ja mehrfach genannt, also die typischen Operations-Bereiche, wenn man sich die heute von der Personalstruktur anguckt, ist das eigentlich das typische Abbild der Belegschaft. Das heißt, wir haben da ganz viele junge Leute sitzen, wir haben da ältere Leute sitzen. Und das betrifft ja die Bereiche dann in Summe. Wenn man jetzt über das Alter redet, dann ist ein Thema natürlich besonders relevant, das ist das Thema Qualifizierung, weil klar ist, dass jemand, der 30, 40 Jahre in der Branche jetzt unterwegs ist, eben natürlich anders aufgestellt ist. Der bringt ein anderes Wissen mit als Leute, die wir jetzt vor 2, 3 Jahren reingeholt haben, die vielleicht mehr mit Digitalisierung schon unterwegs waren. Und deshalb ist das eigentlich die Herausforderung. Ich würde aber nicht per se sagen, dass hier insbesondere ältere Mitarbeiter betroffen sind. Okay.
Dann gehen wir auf das andere Thema, denn die neuen Welten bringen ja auch Chancen mit sich. Zum Beispiel Digitalisierung, die neuen Medien, die Devices, mit denen die Kunden erreicht werden können. Das bedeutet eine größere Kundennähe, wenn man das denn hingebogen bekommt. Digitale Kommunikationsmöglichkeiten, Dienstleistungen zur Schadenprävention fallen mir ein, die die Branche vermutlich auch mehr wird leisten können. Soforthilfen in Akutfällen, neue Services und Geschäftsmodelle. Dafür braucht es ebenfalls Personal. Kann das bisherige Personal diese Aufgaben erfüllen oder werden dafür eher doch neue Mitarbeiter mit den neuen Fähigkeiten, heute sagt man Skills, hast du ja auch schon gesagt, braucht man nicht eher neue dafür? Also da würde ich sagen, sowohl als auch, weil wir natürlich schon in der Branche viele Mitarbeiter haben, die mindestens in Teilen diese Fähigkeiten mitbringen. Und vor allem stellen wir fest, viele sind veränderungsbereit. Mhm. Das finden wir toll. Wir müssen nur diese Veränderungsbereitschaft selber als Branche begleiten durch Qualifizierungsmaßnahmen. Das ist ganz klar. Aber natürlich suchen wir auch intensiv Mitarbeiter mit neuen Skills, mit neuen Themen, die mitbringen. Das ist auch nicht immer so ganz einfach, weil die Fähigkeiten, die wir als Branche suchen, die suchen, glaube ich, im Moment viele andere Branchen auch. Und da muss man halt sehen, dass man als Branche durch die verschiedenen Maßnahmen, die man ergreift, attraktiv bleibt und als Arbeitgeber auch gesehen wird. Lass mal nicht drum herum reden und konkreter werden. Welche Fähigkeiten sind es denn, die jetzt in den kommenden Welten benötigt werden? Ich sage mal, das ist einfach von der technischen Seite. Ich mache das jetzt mal wirklich ganz plakativ. Wenn man über Digitalisierung redet, ist man ja, wenn man in der alten Welt unterwegs ist, vor allem auch so in diesen klassischen IT-Themen drin. Ja, da haben wir früher Fähigkeiten gebraucht, die heute nur noch ansatzweise gebraucht werden, weil viele Unternehmen dabei sind oder das schon hinter sich haben, von klassischen Großrechnerwelten sich zu verabschieden. Ja, also das ist ein Wissen, wo ich sage, aus heutiger Sicht ist das noch gut, dass man es hat, um diese Übergänge, die Transformation zu begleiten. Aber das ist natürlich kein Zukunftswissen mehr. Umgekehrt brauchen wir halt jetzt Leute, die mit den neuen Technologien umgehen können, die da drin fit sind, die auch in neue Geschäftsmodelle sich reindenken können. Und insbesondere, ja, ich wollte gerade überleiten zu einem Thema, was uns massiv beschäftigt in der Branche, insbesondere im Hinblick auf die Frage, was können wir mit den ganzen Daten machen, die wir in der Branche haben. Okay. Das ist ja eigentlich, sage ich mal, unsere Kernressource von der Sachlichkeit her oder von der technischen Seite her. Wir sitzen auf einem riesen Datenschatz. Du hast gerade selber das Thema künstliche Intelligenz gebracht. Und die Frage, was machen wir mit diesen Daten, was im Übrigen ja auch immer nicht ganz einfach ist, Datenschutzgrundverordnung und so weiter, aber was machen wir mit diesen Daten, wie können wir die im Sinne des Kundennutzen einsetzen? Da brauchen wir natürlich andere Fähigkeiten, ja, beispielsweise Data Scientists, die wir früher in der Form nicht gehabt haben. Aber das kann man nicht mit der bisherigen Belegschaft antrainieren. Ja, jedenfalls mit einem größeren Teil nicht, weil die anders ausgebildet sind. Das heißt, der Weg kann nur sein, entweder zu versuchen, einen Teil der Belegschaft für diese Themen zu qualifizieren oder neue Leute ins Haus reinzuholen. Klar ist aber eben, dass die Themen, die Qualifizierung, die man früher im Großrechnerumfeld gebraucht hat, dass die immer weniger gebraucht wird, weil die Unternehmen dabei sind, sich aus diesen Welten zu verabschieden. Gibt es denn auf breiterer Front Programme, die die Versicherer fahren oder ist der AGV aktiv, die Belegschaft dorthin zu bringen? Gibt es Konzepte, die gibt es natürlich. Wir haben, glaube ich, in der Branche, wenn man das jetzt im Vergleich zu anderen Branchen sieht, mit unserem Berufsbildungswerk erstmal eine exzellente Aufstellung, was das Thema Qualifizierung anbelangt. Da ist man gerade dabei, das auszurichten auf die Zukunftsthemen. Da muss man sich ja logischerweise auch verändern, weil die Bildungsprogramme angepasst werden müssen. Unsere Bestandsaufnahmen zeigen auch, weil die Unternehmen ja sehr viel selber qualifizieren und ausbilden, dass wir da top aufgestellt sind. Und letztendlich ist das halt eine Frage, schafft man es, die Mitarbeiter dafür abzuholen? Weil Qualifizierungsangebote ist das eine. Die Frage, ob die dann angenommen werden und mitgegangen werden, ist das andere. Aber es gibt doch gar keine Alternative. Da gibt es keine Alternative. Da mache ich sofort einen Haken dran. Das ist im Übrigen auch ein Thema, wo wir immer im Dialog mit unserer Gewerkschaft sind oder mit den Gewerkschaften. Da gibt es keine Alternative. Da besteht Konsens. Wer zukunftsfähig sein will, muss diesen Weg gehen. Trotzdem ist klar, es gibt immer welche, die das nicht unbedingt mitgehen möchten. Und dann muss man doch von einer Trennung
über eine Trennung nachdenken. Das ist im Einzelfall nicht auszuschließen, klar. Im Zweifel auch mal in größerem Umfang, wenn man das nicht gehandelt kriegt. Aber wichtig ist, dass wir als Branche Angebote vorhalten. Ja. Und da verweise ich mal darauf, dass wir ja auch im Dialog mit den Gewerkschaften schon vor längerer Zeit einen Qualifizierungstarifvertrag abgeschlossen haben, weil eben von beiden Seiten der Sozialpartnerschaft erkannt wurde, dass das ein unglaublich wichtiges Thema ist. Reicht es, das als Angebot hinzustellen, oder muss der Belegschaft nicht doch gesagt werden, das ist notwendig? Das wird so gemacht. Ich kann es natürlich primär immer auch aus meinem eigenen Haus heraus sehen. Natürlich tun wir das. Aber ich sage nochmal, also wer nicht veränderungsbereit ist und wer Qualifizierung gegenüber nicht offen ist, der hat da natürlich ein Thema, und dann hat man auch als Unternehmen ein Thema, und da muss man gucken, wie man das löst. Andreas, aber es gibt ja noch eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ja? Auf der einen Seite haben wir eben von der Notwendigkeit gesprochen, die Kosteneffizienz zu erhöhen. Auf der anderen Seite kosten diese Qualifizierungsmaßnahmen auf breiter Front doch auch erheblich viel Geld. Ist die Bereitschaft zur Investition hinreichend vorhanden? Ja, ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Wir müssen investieren. Das ist ja im Übrigen bei der Digitalisierung nicht anders. Das weiß auch jeder. Ja, ob das jetzt jeder weiß, da kann man ein Fragezeichen anmachen. Das ist mir natürlich nicht bekannt. Aber ich sage mal, auch Digitalisierung kostet Geld. Und Digitalisierung zu machen, ohne das notwendige Personal dafür zu haben, macht wenig Sinn. Das heißt, ich muss die Bereitschaft haben zu investieren und muss natürlich trotzdem im Sinne des Kostendrucks, den du erwähnt hast, gucken, dass ich das gehandelt kriege. Das ist eine Riesenherausforderung, vor denen die Unternehmen im Moment stehen. Das ist aber ein Thema, das ist ja unumgänglich. Weil Digitalisierung müssen wir alle machen, qualifizieren müssen wir auch und Kosten müssen wir unter Kontrolle behalten. Das ist im Moment so ein Spagat. Ich glaube, das wird auch in allen Häusern gleichermaßen diskutiert. Aber nicht gleichgewichtet. Vielleicht nicht gleichgewichtet, aber bisher kriegen wir das als Branche noch ganz gut gehandelt. Du hast das angesprochen, es entstehen neue Berufsbilder mit neuen Skills, für die man auch neue Menschen braucht. Data Scientists, hast du gesagt, UX-Designer würde ich gerne ergänzen, Experten für digitales Marketing. Um solches qualifiziertes Personal mit diesen Fähigkeiten ringen aber nicht nur die Versicherer untereinander. Da sind ganz andere Branchen, die das auch wollen. Und da gibt es einen harten Wettbewerb. Da hat die Versicherungswirtschaft nicht den besten Ausgangspunkt, ne? Mit dem verkrusteten Image. Wollen denn die Leute überhaupt? Die wollen doch gar nicht zu euch. Die wollen doch gar nicht zu euch. Ich finde das gut, dass du das so provozierend sagst. Da würde ich dann mal zurückreichen. Im Moment kriegen wir sie noch. Ja. Nein, natürlich. Also wir müssen als Branche auch da uns verändern. Man sieht das ja, dass diverse Unternehmen dabei sind, sich umzubauen. Ja, die Arbeitswelten verändern sich komplett. Die klassischen Bürowelten, die wir kannten, sind in vielen Häusern im Aufbrechen. Da finden Veränderungen statt. Wir bekommen eine deutlich größere Flexibilisierung, was Arbeitszeitmodelle anbelangt. Mobiles Arbeiten hält in der ganzen Branche Einzug. Auch da haben wir im Übrigen gerade mit Verdi ja im Mai einen Rahmentarifvertrag abgeschlossen. Ja. Also man sieht, es ist viel Bewegung, weil wir natürlich als Branche erkennen, dass wir uns da bewegen müssen, wenn wir als Arbeitgeber attraktiv bleiben wollen. Und derjenige, der heute in diese Themenfelder reingeht, über die wir gerade reden, der kann sich's ja aussuchen. Ich weiß das. Also das ist echt ein harter Kampf, ja, sich so als Arbeitgeber aufzustellen, dass die Leute dann sagen, ja, die Versicherungswirtschaft ist mein präferierter Partner. Der große Vorteil, den wir haben, ist, dass wir viele spannende Aufgabenfelder haben und man sich in vielen Aufgabenbereichen auch noch austoben kann. Also ich bin ein Überzeugungstäter für die Versicherungswirtschaft und ich stelle hier fiese Fragen, nicht weil ich die Branche kritisieren möchte, sondern weil ich die Dinge gerne helfen möchte, voranzutreiben. Aber lass mir doch vor mal zwei, drei Dingen die Augen nicht verschließen. Ne? Die Branche ist tradiert, mit einer tradierten Kultur. Ja, ich weiß, es gibt Coworking Spaces. Ja, ich weiß, es gibt das Thema, dass Hierarchien flacher werden sollen. Vielfach sind das heute aber noch Insellösungen. Ja, entweder in einer Abteilung Innovationsmanagement oder in einer Digitaltochter. Und das dicke Dampfschiff ist doch meistens noch sehr traditionell unterwegs. Aber da brauchen wir die Daten, digital und technikaffinen jungen Menschen, weil da findet heute das Geschäft statt. Da sind aber noch nicht die Veränderungen so durchgegriffen. Bei den Start-ups, bei den Big Techs und auch in einigen anderen Industrien, da gibt es schon, also zumindest das Image, dass man da weiter ist. Kriegt ihr da den... Ja, das muss man jetzt noch mal ein bisschen gerade rücken, weil bei den Start-ups ist es ja eigentlich klar.
Ja, die sind ja jetzt gerade erst entstanden. Die haben keine 100-jährige Historie. Ja. Und dass die sich jetzt so aufstellen, wie es heute modern ist, ist ja logisch. Klar. So, ein Versicherer, der eine 100-jährige Historie hat, der kann nicht einen Schalter umlegen und ist ab morgen ganz anders. Das kann er natürlich machen, indem er seine Bürowelt neu gestaltet, indem er flexible Arbeitszeitmodelle einführt und so weiter. Das passiert ja auch aber alles. Aber ist er noch nicht anders. Es gibt aber ein Thema, was da eine viel größere Rolle spielt. Das sind Führungsstrukturen und Organisationsstrukturen. Meine nächste Frage. Also ja, passt ja dann vielleicht ganz gut. Da sind wir natürlich, weil wir eben aus einer Historie kommen, heute im Vergleich zu einem Startup völlig tradiert. Und müssen sehen, dass wir das schnellstmöglich handeln, weil natürlich denken wir heute nicht mehr in Organisationseinheiten, weil viele Themen sich nicht mehr in geschlossenen Einheiten bewegen lassen, sondern eher übergreifend verstanden werden müssen. Und da das Management für mitzunehmen und darauf auszurichten, ist nicht einfach, weil wir haben natürlich in der Branche auch jede Menge Manager, die seit 30 Jahren die alte Welt kennen. Und auch die müssen wir mitnehmen für die neue Welt. Du bist immer zwei Fragen schon weiter, die bei mir noch kommen. Also wir haben das nicht abgesprochen. Ja, das zeigt ja, dass wir uns in der Branche bewegen. Das will ich ja nur signalisieren. Ich will aber doch noch mal drauf rumreiten. Junge Menschen beklagen traditionelle Unternehmenskulturen. Digital orientierte Arbeitgeber werden immer attraktiver, bieten bessere Karrierechancen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Arbeitgeber ohne ausreichende digitale Wettbewerbsfähigkeit sind für sich selbst schon nicht zukunftsfähig und es wäre auch für die jungen Menschen hinderlich, dorthin zu gehen, weil sie sich ihre Zukunft versauen. Und da ist schon der Ausgangspunkt schwierig. Also das sehe ich nicht so, weil wenn das so wäre, würden wir ja heute keine Mitarbeiter dieser Art kriegen. Und da kann ich definitiv sagen, wir kriegen sie. Ob wir sie in ausreichendem Maße kriegen, Fragezeichen. Ja, man kann immer mehr gebrauchen, das ist ganz klar. Aber die Branche schafft es, sie zu kriegen. Ihr seid schon gut ausgerüstet mit UX-Designern, mit digitalen Marketing-Experten, mit den Berufsbildern, die wir eben besprochen haben. Ja, nehmen wir mal digitales Marketing. Ja, da kann ich es ganz gut beurteilen, aus dem eigenen Haus heraus und auch aus Gesprächen mit anderen. Da ist natürlich eine ganze Menge passiert. Ob das jetzt ausreichend ist, Fragezeichen. Aber es zeigt, dass wir das schon schaffen als Branche, diese Leute auch reinzuholen, weil wir einfach natürlich auch gewisse Dinge haben, die attraktiv sind. Also man kann immer sagen, Start-up, ja, das ist von außen betrachtet alles schick. Aber ob jeder, der heute irgendwie den Uni-Abschluss hingelegt hat, das schick findet, die Leute ticken ja auch anders. Jeder hat eine andere Mentalität. Und das zeigt, dass wir heute in der Lage sind, sie zu kriegen. Aber natürlich müssen wir den Umbau weiter vorantreiben. Also wir sind völlig beieinander. Die Start-ups beschäftigt nicht die breite Masse der Berufseinsteiger. Dafür sind es zu wenige. Beschäftigt nicht die breite Masse. Ja. Trotzdem, du hast das, glaube ich, gerade selber auch erwähnt, sind viele Versicherer natürlich dabei, mit Start-ups zusammen was zu machen. Teilweise haben sie auch eigene Workplaces geschaffen, um eben diese neuen Formen zu testen oder Räume zu bieten, die Leute zu bekommen, die man sonst vielleicht eher schwer bekommt. Das wird ja alles gemacht und dann muss man halt sehen, wie man die Dinge dann zusammengeführt kriegt, weil natürlich kann man das Alte nicht einfach abschütteln. Aber zumindest mit den neuen Technologien wollen die jungen Menschen arbeiten. Das ist zwingend. Ja? Also da bin ich ziemlich sicher, hinterher. Wenn man nicht die Bereitschaft hat, in die neuen Technologien reinzugehen und ganz an der alten Welt klebt oder das noch 10 oder 20 Jahre vor sich hertreibt, dann wird das verdammt schwierig. Wobei das dann doppelt schwierig ist, weil Leute für die alte Welt zu kriegen, funktioniert ja auch nicht mehr. Also einen klassischen COBOL-Programmierer, wo kriege ich den heute noch her? Das lernt keiner mehr. Das ist eines der größten Probleme, weil die Technologie, mit der die Branche arbeitet, arbeitet sie seit vielen Jahren erfolgreich. Die Daten sind noch in alten Systemen. Ja, also die IT-Positionierung müssen wir hier nicht problematisieren. Nein. Da ist noch viel zu tun und das musste schnell gehen und das ist teuer. Da ist noch viel zu tun, da passiert eine ganze Menge. Aber natürlich hat man sich in vielen Unternehmen erstmal darauf konzentriert, die Wege zum Kunden neu zu gestalten. Das ist ja das, was man als allererstes tun muss. Wenn die Kundenerwartungen anfangen, sich zu verändern, dann wäre immer mein Ansatz zu sagen, ich muss dem erstmal Rechnung tragen und muss dann vielleicht parallel oder danach mich um die alten Welten kümmern, auf denen die ganzen Daten liegen. Aber wenn ich den Weg zum Kunden verpasse und habe den Anschluss nicht. Dann brauchen wir über IT nicht mehr zu reden. Weil dann hilft es auch nicht, wenn ich die hinterher umbastle. Klar. Da habe ich keine Kunden mehr oder jedenfalls keine neuen. Okay.
Andreas, du hast über die neue Führungskultur gesprochen, die notwendig ist. Wir reden über flachere Hierarchien, höhere Freiräume für eigene Entscheidungen und Gestaltungen der Belegschaft. Eine Trial-and-Error-Toleranz, die ist nicht Gen der Branche. Agile Methoden wie Design Thinking, Scrum, flexible Arbeitszeiten, hast du gesagt, auch Arbeitsorte, Homeoffice, die Teilung von Wissen. All das funktioniert nur, wenn es von oben getrieben wird, ja, von den Vorständen und Führungskräften. Und da gibt es auch viel alte Welt. Gibt es nicht auch eine Menge Verhinderer, Bewahrer, die das gar nicht böse meinen, aber die die neue Welt nicht kennen, Scheu haben und sie auch nicht treiben? Es gibt immer Verhinderer und Bewahrer. Die haben wir in der Branche, wie glaube ich jede andere Branche auch, immer gehabt. Die wird man auch immer haben, auch in der neuen Welt. Und wie ist damit umzugehen? Weil das sind Multiplikatoren. Das sind Multiplikatoren. Erster Schritt ist, man muss sie identifizieren. Das ist nicht immer so einfach. Das dauert auch manchmal eine Zeit. Wenn man sieht, man kommt nicht voran, woran liegt es denn? Also man muss sie identifizieren. Und wenn man sie identifiziert hat, muss man sie versuchen mitzunehmen. Und da sage ich auch ganz klar, wenn man jetzt in die Führungsstruktur reingeht oder im Zweifel auch in die Vorstände, wer da nicht die Bereitschaft hat, mitzugestalten, der ist dann vielleicht auch nicht der Richtige, das muss man sagen. Okay, und bevor man da die Entscheidung trifft, dass es nicht die Richtige ist, wie geht das? Wie wird identifiziert und wie wird im Zweifel auch dort auf den hohen Ebenen qualifiziert? Ja, letztendlich merkt man es ja irgendwann darüber, ob man vorankommt oder nicht. Es gibt strategische Zielsetzungen, die im Wesentlichen ja alle mit diesen gerade diskutierten Themenfeldern zusammenhängen. Und die Frage, ob man dann sich zielkonform entwickelt oder nicht, die wird ja irgendwann aufgeworfen. Und das erlaubt im Zweifel dann doch auch relativ schnell zu erkennen, woran das liegt. Mhm. Also gibt es halt da den Treiber, der es anschiebt und sagt, ich will. Oder gibt es da eher den Bewahrer, der sagt, alles Quatsch und wir brauchen uns nicht zu verändern, weil es die letzten 100 Jahre auch gut gegangen ist. Da muss man halt sehen, dass man hinguckt. Aber das ist eine Herausforderung, weil logischerweise hat man da irgendwo auch in den Unternehmen immer irgendwo eine Normalverteilung. Ja? Mhm. Es gibt halt die Treiber und die anderen. Mhm. Und eine Mitte. Mhm. Du hast eben das auch gesagt, wir müssen bei den Kunden anfangen, sonst brauchen wir über alles andere gar nicht zu reden. Die Kunden verändern sich, die Kundenerwartungen verändern sich. Warum verändern die sich? Die sehen in anderen Branchen, wie sie bedient werden. Die sehen eine hohe Problem- und Lösungsorientierung. Sie sehen flexible und individuelle Services. Sie sehen in Echtzeit, ja. Sie sehen vermutlich auch, oder sie meinen zu sehen, mehr Transparenz. Lass mal über Transparenz lieber nicht anfangen, dann haben wir noch ein anderes Thema. Alles in allem sehen die eine zumindest wahrgenommene hohe Kundenzentrierung in anderen Branchen. Das sind Ansätze, die in der Versicherungswirtschaft vielleicht auch noch nicht so weit fortgeschritten sind. Und sie würden eine andere Mitarbeiterkultur brauchen. Jenseits aller Fachskills, jenseits aller Technologieskills, ist das auch eine Mitarbeiterkulturfrage. Und wenn ich Lieblingsbegriffe, die wir beide bei unserem Lehrer gelernt haben aus der Branche, sind der Versicherungsantrag und Versicherungsschutz wird gewährt. Das zeigt schon eine bestimmte Position, die die Mitarbeiter vielfach in ihren Köpfen haben. Teilst du das und wie lässt sich diese Kultur verändern, wirklich die kundenzentrierte Positionierung? Also ich glaube auch da, dass wir in dieser ganz klassischen Welt heute nicht mehr drin sind, weil natürlich dieser Transformationsprozess, der hat ja nicht jetzt erst angefangen, sondern der ist ja seit Jahren im Gange, weil natürlich die Kunden, du hast es gerade selber gesagt, Fred, geprägt werden durch andere Branchen, die entweder neu entstanden sind oder die sich schneller da aufgestellt haben. Und das verlangt der Kunde von uns heute auch. So. Und du willst mir wirklich ernsthaft sagen, die breite Belegschaft ist da so, der Kunde steht vorne? Nein, wir sind da mitten im Transformationsprozess drin. Vorhin fiel mal bei dir das Thema Unternehmenskultur. Alles, was wir da im Moment machen, ist im Wesentlichen auch eine Kulturfrage. Ja. Und die Frage, wie kriege ich die Kulturveränderung hin? Und das ist nicht trivial. Weil natürlich gibt es viele, die sagen, ja, warum soll ich mich denn da verändern? Wenn ich im eigenen Unternehmen über diese Themen rede, ich nehme dann wirklich immer so plakative Beispiele und sage, wenn ich mir einen Kunden angucke, der heute bei Amazon irgendwas bestellt, ja, erstmal wird er sofort bedient. Der hat die absolute Transparenz. Und wenn er auf die Idee kommt, sagt, ich will es jetzt nicht mehr, ist auch kein Problem. Der kann zurückschicken, schick meine Lebensversicherungspolice zurück.
Oder wenn ich mir das Reklamationsverhalten angucke, natürlich haben wir da noch Herausforderungen und vielleicht auch ein paar andere Rahmenbedingungen. Mhm. Aber diese Bilder sind sehr hilfreich, wenn man mit der Mannschaft redet, weil das, was der Kunde erwartet, das merkt ja eigentlich jeder unserer Mitarbeiter selbst, weil er im Zweifel selbst da bestellt bei Amazon. Absolut. Ja, und dann sage ich immer, Leute, wenn ihr das erwartet von einem Dienstleister, mit dem ihr im Geschäft seid, dann müsst ihr doch verstehen, dass letztendlich unser Kunde das auch erwartet. Also deshalb, ich sage nochmal, wir reden immer viel über Digitalisierung, aber die halbe Miete ist Kulturveränderung. Ja. Da sind wir uns einig. Als AGV-Vorsitzender bist du auch als Person der Verhandlungspartner der Arbeitgeber gegenüber den Betriebsräten, Gewerkschaften. Ja? Ja, gegenüber den Gewerkschaften. Genau. Du hast schon gesagt, es gibt Qualifizierungstarifverträge. Das hört sich spannend an. Vielleicht dann noch zwei, drei Worte dazu von dir. Generell die Frage, wie gehen Betriebsräte, die gibt es ja auch, wie gehen die Gewerkschaften mit dem Gesamtthema? Ja, Digitalisierung ist für mich nicht nur die Technologiesache, es ist die gesamte Veränderung, einschließlich Kultur. Lass mal das mal als Hauptpunkt. Wie gehen die damit um? Da kommen natürlich kommen Fragen von Kündigungsschutz auf, aber Flexibilisierung der Arbeitszeiten, ein Thema, wo ich gar nicht weiß, ob das die Betriebsräte so gotiert haben früher, wenn man auch abends arbeitet, Homeoffice. Wie verträgt sich das, was die Betriebsräte und die Gewerkschaften fordern, mit den Anforderungen der Versicherungsunternehmen als Arbeitgeber? Ist man da beieinander oder wo gibt es die Konfliktpunkte? Erstmal muss ich sagen, und das ist wirklich eine gute Ausgangsbasis, dass wir jetzt im Hinblick auf die Frage, was wird die Digitalisierung verändern, da grundsätzlich eigentlich völlig beieinander liegen. Also da sind auch die Betriebsräte illusionslos. Da sind die Betriebsräte sind da einfach offen und erkennen, diese Veränderung muss stattfinden. Das ist bei den Gewerkschaften genauso. Wir sind darüber ja seit längerem im Dialog. Unter anderem schon im letzten Tarifabschluss, wo wir vereinbart haben, dann auch über solche Themen wie Digitalisierung, mobiles Arbeiten und so weiter zu reden. Das gelingt ja nur, wenn man erstmal irgendwo in der Bestandsaufnahme zu einem gemeinsamen Ziel kommt. So, die Frage, wie man dann im Einzelnen darauf reagiert, da gibt es logischerweise eine unterschiedliche Ausgangsbasis. Wo liegen die Eckpunkte der unterschiedlichen Sichten? Naja, eine Gewerkschaft hat naturgemäß erstmal primär das Interesse daran, Arbeitsplätze zu erhalten. Auch die alten, die man nicht mehr braucht? Ja, nein, das will ich so nicht sagen. Daher kommt dann beispielsweise das Thema Qualifizierungstarifvertrag, weil man sich darüber im Klaren ist, die Wahrscheinlichkeit, einen Arbeitsplatz zu erhalten, ist höher, wenn ich die Mitarbeiter umqualifiziere. Ja. Also da sind wir auch wieder zielmäßig völlig beieinander. Aber klar, ich sage es nochmal, naturgemäß muss die Position einer Gewerkschaft erstmal seine Arbeitsplätze zu erhalten. Darf ich zwischenfragen? Sind die Gewerkschaften bereit, für Qualifizierung auf Lohnerhöhungen zu verzichten? Das werden wir jetzt in den laufenden Tarifverhandlungen sehen. Ist das ein Ansatz der Arbeitgeber? Also naturgemäß, da will ich mich jetzt im Moment gar nicht positionieren, naturgemäß ist es immer erstmal so, dass eine Gewerkschaft, wenn sie mit einem Forderungskatalog kommt, nicht mit Verzichten startet, sondern eher mit Add-ons. Mhm. Ja, das heißt also mehr Geld, mehr Ansprüche, mehr Freiheiten und Qualifizierung und so weiter. Das ist ja ganz klar. So, und da muss man halt sehen, dass man in den Verhandlungen da zueinander kommt. Klar ist, dass wir, wenn wir auf solche Forderungskataloge treffen, erstens da eigene Positionen haben. Erstmal nichts geben. Das will ich jetzt so nicht sagen. Aber natürlich haben wir eigene Positionen in der Branche und auch eigene Forderungen. Welche sind das denn? Also was zum Beispiel die Frage der Erreichbarkeit betrifft, die Frage der Flexibilisierung, die Frage des mobilen Arbeitens, die Frage von Ruhenszeiten. Also nehmen wir mal solche Themen. Ja. Wer treibt das denn? Treibt ihr das als Arbeitgeber? Treiben es nicht zum Teil sogar die Mitarbeiter selbst? Das treiben auch die Mitarbeiter selbst. Ja. Aber auch da gibt es solche und solche. Es gibt welche, die sagen, ich will nach 18 Uhr nicht mehr erreichbar sein. Und es gibt welche, die sagen, ja Gott sei Dank bin ich noch erreichbar, weil ich heute mit den mobilen Möglichkeiten die Chance dazu habe. Wie ist das übereinzubringen, wenn es bei den Mitarbeitern, und das sind ja auch so ein bisschen alte Welt, neue Welt, ja, wenn das bei den Mitarbeitern schon quer durch die Belegschaft läuft mit unterschiedlichen Sichten, wie ist das dann übereinzubringen mit den Gewerkschaften? Verhandlungen sind immer ein Kompromiss. Mhm.
Also man geht mit Ausgangspositionen rein und trifft sich irgendwo. Ja. Aber es muss dann eine Pauschale für alle Mitarbeiter, eine pauschale Lösung für alle Mitarbeiter gefunden werden. Ja. Und damit bedient man keinen mehr? Ja und nein. Wir haben durchaus in der Vergangenheit auch Regelungen gefunden, sehr gute Regelungen, wo wir Rahmenbedingungen setzen, dann aber sagen, der Rest ist in Betriebsvereinbarungen in den Unternehmen zu regeln, weil natürlich die Unternehmen unterschiedlich weit fortgeschritten sind, unterschiedliche Kulturen und Philosophien haben. Und das ist eine Vorgehensweise, die ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil ich sage immer, ein Tarifvertrag muss das Notwendigste regeln. Aber nicht die Details, weil die Details im Zweifel den einen oder anderen Arbeitgeber in eine Situation bringen, die unpassend ist. Deshalb ist mein Ansatz immer zu sagen, wir unterhalten uns über Rahmenbedingungen. Da kriegt man auch schneller einen Konsens hin und überlässt es betrieblichen Regelungen zu sagen, wie es dann im Einzelnen in den Häusern umgesetzt wird. So ähnlich haben wir das beispielsweise jetzt bei mobilen Arbeiten gemacht. Okay. Viele Häuser hatten ja im Übrigen auch schon Betriebsvereinbarungen dazu. Und das ist eine sehr, sehr gute Lösung. Ich glaube, da unterscheiden wir uns als Branche auch von anderen Branchen. Ich will nur mal darauf verweisen, dass wir als Branche eine extrem hohe Tarifbindung haben. Die liegt über 90%. Ja. Das ist mit einer der höchsten, die es überhaupt gibt. Es gibt andere Branchen, da ist die Tarifbindung noch nicht mal mehr 50%. Wann geht's denn los, die nächste? Wir werden jetzt im September die erste Runde haben. Da sind wir ja genau richtig beisammen. Und insofern sind wir, sag ich mal, nah dran. Und da werden dann natürlich erstmal so die Eckpfeiler abgesteckt. Jeder wird Position beziehen und dann wird man sich in weiteren Runden annähern müssen und gucken, dass wir für unsere Mitarbeiter, und das ist wieder ein gemeinsames Ziel, eben gute Lösungen finden. Und gute Lösungen heißt auch, wir müssen den Veränderungen Rechnung tragen und nicht mit dem Ansatz reingehen, es gibt gar nichts. Ja? Wir wollen ja als Arbeitgeber auch Veränderung. Ja. Wir werden das sehr interessiert beobachten. Andreas, die Zeit ist eigentlich schon rum. Ich hätte eine Abschlussfrage. Und da würde ich dich um eine Vision bitten, in einigen kurzen Eckpunkten. Bitte beschreib doch mal für das Jahr 2025 die Personalsituation, Eckpunkte, wie sieht ein Arbeitsplatz aus und das Erscheinungsbild der Führungsetagen. Also erstmal persönliche Prognose, es wird anders aussehen als heute. Der Transformationsprozess wird weitergehen. Ja, idealerweise kann ich ja jetzt auch mal eigene Vorstellungen äußern. Also klassische Bürowelten werden sich mehr und mehr auflösen. Ich glaube, wir werden noch viel stärker in agilere Strukturen reinkommen. Ich glaube persönlich auch, der Arbeitsplatz als solcher wird bei weitem nicht mehr den Stellenwert haben. Und die Belegschaften, die Mitarbeiterschaften werden noch viel mehr mit verschiedensten Skills ausgestattet sein als sowieso schon. Also das wird sich noch mehr durchmischen, weil wir immer mehr Fähigkeiten heute brauchen, die früher keine Rolle gespielt haben. Jetzt kann ich mir eine ganz letzte Frage doch nicht verkneifen. Du bist ja nun auch noch Vorstandsvorsitzender bei Barmenia. So alt ist das neue Gebäude ja nicht, das da prächtig und mit vielen Kapazitäten steht. Braucht man das dann noch? Ob man das dann noch genau in der Form braucht, in 5 oder 10 Jahren, wird man sehen. Aber auch im eigenen Haus sind wir dabei, uns natürlich, obwohl das Gebäude erst 10 Jahre alt ist, mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und diverse Veränderungen haben schon stattgefunden. Du kennst unser Haus, Fred. Diverse Bereiche, die du vor 10 Jahren gesehen hast, sehen heute völlig anders aus und der Prozess wird weitergehen. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich hätte noch gerne länger mit dir gesprochen, aber wir laufen uns nicht weg. Und ich habe über 2025 gesprochen. Wenn es das Format dann noch gibt, vielleicht guckt man noch mal hin. Dankeschön dir. Sehr gerne, mir hat es viel Freude bereitet. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und vielleicht waren ein paar interessante Aspekte für Sie dabei. Und Sie alle sind auch Arbeitgeber oder Arbeitnehmer und irgendwie von den Fragen betroffen bei Ihnen zu Hause. Einen schönen Tag. #FredWagner.